Herzlich willkommen bei Schwagers Barbecue. Moin. Das ist eine richtig, richtig geile Pizza Marinara. Das ist so der Klassiker neben der Margarita und ja, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Das geht ruckzuck, ein paar wenige Zutaten werden benötigt und man wird belohnt mit so einem Gaumenschmaus. Viel Spaß beim Zuschauen. So, unser Pizzaofen, der braucht immer so gute 20, 25 Minuten, bis der aufgeheizt ist. Heute machen wir das Ganze schön mit Holz, mit Buchenholz. Und dafür nehmen wir uns erstes hier so einen Anzünder und warten ab, bis der komplett Feuer gefangen hat. Und das Buchenholz, das haben wir uns hier schon in so kleine Stäbchen geschnitten, ja, dass die leicht schnell entflammen. Und jetzt drücken wir das Ganze hier runter. Tschüss. Und schieben die Holzstückchen nach und lassen im Ofen seine Zeit, bis er komplett richtig schön aufgeheizt ist. Im ersten Moment kann man ihn relativ gut vollladen. So, man macht dann hinten den Deckel zu. Jetzt geht es noch mit der Hand. Vorsicht, nachher ist es Hölle heiß. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ding seine Temperatur erreicht hat. Für unsere Marinara werden gar nicht so viele Zutaten benötigt. Wir brauchen an erster Stelle natürlich etwas vom Teig hier. Moment, ich mache den Deckel einmal auf. Da ist der Teig. Dann brauchen wir eine richtig schöne, gute, fruchtige Tomatensoße nach Wahl. Also je nachdem, wie ihr die macht. Etwas Oregano, etwas Knoblauch, Basilikum und dann war es das auch schon. Viel mehr brauchen wir gar nicht. So Leute, mittlerweile ist ein bisschen was dunkler geworden. Hier haben wir richtig schön frischen Oregano und den schneiden wir jetzt einfach nur grob runter. Zack, das soll schon reichen. Einmal noch durch. Oh, wunderbar, das wird gleich über die Pizza gestreut. Gibt ein Highlight. Den Ofen, den haben wir jetzt ungefähr 25, 30, vielleicht sogar 35 Minuten, wir haben die auf dem Tacho geguckt, laufen lassen. Der hat jetzt eine Bodentemperatur von ungefähr 400 Grad erreicht, also perfekt, um jetzt die erste Pizza fertig machen zu können. So, dann fangen wir jetzt mal an und holen uns hier mal einen so einen schönen Fladen raus. Hier haben wir uns schon ein bisschen Mehl bereitgelegt, so. Einmal drehen. Das ist ein Teig, den haben wir euch schon mal verlinkt. Verlinken wir euch nochmal. Es ist ein klassischer neapolitanischer Teig, der jetzt 24 Stunden im Kühlschrank reifen konnte. Und ja, lässt sich wunderbar verarbeiten. Wir lassen so einen kleinen Rand. Tochter dreht schon durch, hat auch Hunger. Und dann lassen wir so ein bisschen die Schwerkraft arbeiten für uns. Aljop, das soll schon reichen. Nicht, dass er zu dünn wird. Dann kommt jetzt hier richtig schön so eine stückige Tomatensoße, richtig schön fruchtig. Zack, drüber. Und die Pizza Marinara, jetzt haben wir es, die verträgt auch ruhig ein bisschen was mehr an Soße. So, dalle. Herrlich. Dann kommt jetzt hier die frische Oregano drüber. Wunderbar. Der zerhackte Knoblauch. Da nehmt ihr einfach so viel, wie ihr lustig seid. Und die letzte Zutat ist auch noch da. Ein schöner Schuss Olivenöl. Oh. Wunderbar. Mmh. Herrlich. Und dann müssen wir das nur noch hier auf den Schieber bringen. Dann ziehen wir den noch ein bisschen zurecht. Und so kommt er jetzt in die Rockbox. So, und dann geht es ab in die Rockbox. Ja, Kamera zurück, Junge. Und dann müssen wir mal gucken, wie lange es dauert. Auch wenn das Feuer so gerade so ein bisschen ausgeht, hoffen, dass das gleich wieder geht, versuchen wir jetzt einmal hier Pizza eine kleine Drehung zu geben. Es riecht aber schon wie in einer richtig guten Pizzeria. Richtig gut, ne? So. Fantastisch.
Schöner Bräunungsgrad, klasse. Flamme kommt, so soll es sein. Und wir lupfen mal drunter. Das sieht sehr vielversprechend aus. Nächste halbe Drehung. Oh, der Duft ist sagenhaft. Herrlich. Und die Flamme ist auch da. Die Flamme ist jetzt wieder da. Vernünftige Oberhitze. So Leute, eine Minute später sieht unsere Pizza Marinara so aus. Wunderschön. Wir gucken einmal drunter. Herrlich. 100%. Wunderschön. Und ja, ich würde sagen, es ist Zeit zum Probieren. So, im letzten Schritt machen wir uns natürlich noch etwas Basilikum hier oben drauf. Verteilen das mit etwas Öl, verfeinern. 100%. Dann schneiden wir an. Und fertig ist die Pizza Marinara. So, dann schneiden wir das gute Ding mal an. Das knuspert auf jeden Fall schon mal gut. Richtig gut. Ausgezeichnet. So, ich würde sagen. Jo. 100%. Also, luftig ist er. Guten. Mein Lieber. Tschüss. Prost. Kann was, ne? 3-4 Zutaten, mehr braucht es nicht. Der absolute Gaumenknaller. Richtig geil. Und bin jetzt bis jetzt der Verfechter gewesen, dass auf eine Pizza auf jeden Fall Käse drauf gehört. Ich glaube, ich wurde selber gerade vom... Mignon, du hast da was. Dankeschön. Ich wurde gerade selber vom Gegenteil überzeugt. Super, super lecker. Also, bestes geil. Beispiel. Es braucht wenige Zutaten, ein paar schöne Zutaten. Man wird am Ende belohnt mit einem richtig schönen Gaumenknaller. Ich glaube, das habe ich heute 3-mal gesagt. Leute, macht das mal nach, wenn ihr es noch nicht probiert habt. Lasst den Käse mal weg. Ich weiß, es ist schwierig, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Probiert's aus. Sollte euch das Video gefallen haben, zeigt es mit dem Daumen nach oben, kommentiert unser Video und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao.